Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video hier im American Rocky Simulator. Wir stehen hier immer noch in Salina und wir schauen mal, wohin die Reise heute geht. Ja, gucken wir mal, kann wieder ein bisschen dauern. Oh, wir hätten sogar Colby. Ein Mischbehälter. Ein Mischbehälter nach Colby, dann würden wir zumindest Colby schon fahren. Colby wird auch ausreichen von der Strecke her. Emporia ist, glaube ich, zu nah. Emporia ist zu nah. Können wir Emporia schon mal vergessen. Garden City haben wir schon. Junction City ist zu close. Kansas City wäre auch noch eine Idee. Kansas City 5.500. Colby für 9. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Colby. Zur Nielsen Roads Co. A Corporation von Central Civil Works. 210 Meilen. Schaffen wir auch von der Zeit her, also vom Schlafen her. Wir haben es. Ja, dann kommen wir am Tag auch noch an. Oder kurz vor der Dämmerung. Dann streiche ich nochmal Colby von der Liste. Wir waren jetzt in Garden City, Salina und Colby. Das sind schon mal 3 von 14 abgehakt. Let's go. Fahrstuhlbremse lösen. Das ist natürlich auch sinnvoll. Und dann haben wir jetzt eine Meile. Einmal um Pudding zur Ladestelle. Ach, der will doch hier abbiegen. Ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. Ob er jetzt abbiegen will oder erst auf die Interstate abbiegen will. Schon mal hier ab. Belastend. Stay right and then continue straight. Go straight. Aber schon mal gut, dann fahren wir auch oben an Pittsburgh vorbei oder sogar durch Pittsburgh durch. Wir werden sehen. Mein Gott. Ach, der steht sogar direkt am Anfang. Da wird ein Müllfahrzeug repariert. Oder ist gebunkert. Fahren wir nochmal ein bisschen näher ran, damit wir es genauer sehen können. Okay, scheinbar wird er hier gelagert, repariert, wer weiß. Vielleicht beides. Dasselbe Problem wie beim letzten Mal mit ankoppeln. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel Pfund es sind. Wieder mein Oversize Load. Und es sind die falsche Taste.
15.400 Pfund. Gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Machen wir das mal weg. Da haben wir jetzt die 210 Meilen. Gucken kurz auf die Karte, wie wir jetzt fahren. Die Interstate 70 einfach komplett hoch an Pittsburgh vorbei. Wir fahren eigentlich durch Pittsburgh durch, sondern fahren einfach die Interstate 70 Richtung Hayes und von Hayes weiter nach Colby. Und es gibt sogar zwei Ladestellen von Nielsen Roads Corporated. Und wir fahren zur nördlicheren. Also eigentlich nur Interstate runterm Brettern. Die Interstate 70. Einschlagen jetzt schon ist vielleicht nicht ganz so gut, da wir doch ein bisschen länger sind. Wir wollen den, was haben wir noch mal? Mischwelter, genau. Wir wollen ja nicht allzu sehr mit dem Mischwelter irgendwo aufkommen, mit dem Auflieger. Denn der Fahrzeug soll ja nicht beschädigt werden. So, gleich bekommen die grünes Licht, deswegen warte ich einfach erstmal. Kann das sein, dass es für mich einspurig ist jetzt? Dass ich gut ausholen muss? Ich befürchte ja schon. Na, oder ist es zweispurig? Nee, es ist einspurig. Ach du. Ich glaube, das passt nicht. Na, das könnte gerade so passen. Ja, sehr gut. Gut, dass wir in der Zeit fahren, ne? Da ist zumindest ein bisschen mehr Platz. Aber hat ja gerade so gepasst. Den wollen wir auf die Interstate. Und dann will ich mal gleich, also ich will nicht, aber ich muss. Tun wir einfach mal so, ob ich es will. Dann will ich dann, wenn ich fertig bin. Wenn wir dann in Dings angekommen sind, in Colby, Pittsburgh könnte echt passen. So, ich könnte mir vorstellen, das sind so 105 Meilen vielleicht. Roundabout. Von Colby. Mal gucken, wo es dann morgen geht. Auf jeden Fall echt keine Lust, jetzt nach draußen zu gehen. Ich bin auch im Überlegen, ob ich jetzt zu Fuß einkaufe, die 2 Kilometer oder doch mal im Rad bei minus 6 Grad. Wahrscheinlich gerade Hay und Hayes und Cole dran geschehen haben.
schön mit den Kühen auf der Weide. Im Sand baden. Oder am Düsen. Interessant mit dem Trampel unten. Dann haben wir wieder Kühe am Weiden. Und wer weiß, vielleicht haben wir danach in der nächsten Fahrt ein Glück und kommen irgendwo hin nach Kansas City. Oder sonst wohin. Mal schauen, welche Fahrt wir dann morgen fahren. Werde ich wahrscheinlich nicht nachgucken können jetzt gleich, weil der Auftrag wird weg sein. Und wenn die Aufnahme nicht machen will, wird dann wahrscheinlich erst am Morgen sein. Schon wieder mit der Rest Area hier mit der großen. Ist doch schon nice und auch entspannt und gemütlicher, so langsam lang zu fahren. Da sieht man auch viel mehr. Auch irgendwie nicht alles, aber mehr. Milch, sind wir schon mal milch gefahren? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals milch gefahren bin. Zumindest ein ATS. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde es auch so machen, dass ich allgemein mit dem Kansas Event vielleicht jetzt dann, wenn ich es freigeschaltet habe, nicht mehr ganz so häufig, nicht auch täglich. Videos dazu rausbringe, sondern vielleicht einen zweiten oder so, je nachdem, mal gucken. Aber ich werde auf alle Fälle auch nochmal, ich werde versuchen, so viel wie möglich zu fahren, also so viele, viele Fahrten, Frachten, die allgemein bei Kansas dazu gekommen sind, aber auch alle Fahrten, alle, alles, was vom, sag schnell, vom Farm Machinery DLC gekommen ist. Ich werde versuchen, alles zu fahren in Kansas. Wenn es dieses Jahr nicht alles klappt, dann vielleicht Anfang des nächsten Jahres. Denn es kommt ja noch ein weiteres Event dazu. Dem Weihnachts-Event. Deswegen werde ich nach dem Einkaufen was auch schon wieder ziemlich eng ist, zeitlich. Ich schätze mal, ich bin gegen 19 Uhr wieder hier. Also 18 Uhr geht es in circa los. 19 Uhr wäre ich dann wieder da. Oder 18.30 Uhr, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Ich dann zumindest, ich muss mich ransetzen, ich habe einen Tag jetzt ausgesetzt mit Dingens, mit ich weiß das gleich nochmal, mit Cruising the Balkans, da sind ja immer noch 15 Fahrten offen, von daher muss ich mich da jetzt langsam wieder ransetzen. Ich bin einen Tag im Verzug, was eigentlich nicht so schlimm ist. Dann habe ich einen
Tag. Ja, einen ganzen Tag Zeit, je nachdem, wie ich an dem Tag arbeiten muss, ausgehend vom 15. Dezember, wenn dann auch das Event dieses Jahr dann startet mit dem Weihnachtsevent, dass ich dann mindestens einen Tag habe zum Vorbereiten. Auch schön, wie jetzt einfach der Seitenstreifen sich geändert. Ich habe gar nicht den Übergang gemerkt, wo es dann plötzlich zu dieser Road Texture geworden ist, die wir jetzt rechts gerade sehen. Den Übergang habe ich nicht mitbekommen. Diese weite Fläche mit Feldern bis zum Horizont. Es ist schon schön. Alles gefällt mir. Es ist schon stark umgesetzt. Aber das ist man ja gewohnt von SCS Software, dass die sehr gute Arbeit machen. Na, ob das noch mal regnet? Zieht sich ja langsam so ein bisschen zu. Der Trip 70 runter. Warum wird denn der vorne so langsam? Der will doch abbiegen, oder? Der will doch safe raus. Gibt eigentlich keinen anderen Grund, warum der uns, glaube ich, bestimmt irgendwann noch überholt hat. Wenn er so langsam fährt. Gut, wir haben ja auch nichts zu ziehen, aber wir fahren dann auch 17 Meilen unter dem Speed Limit. Ja, jetzt sieht er davon. Und da sehen wir eigentlich schon die Stadt, die Skyline und auch den Water Tower von Colby. Colby? Wahrscheinlich ja Colby, oder? Und nicht Colby. Ausfall ist auch unsere. Oh Gott, interessantes Konstrukt. Machen wir doch mal. Starken Eisengang am Ende. Hoffen, dass nichts kommt. Erst auf mal in Kobay. Das Sunflower State. 5 von 14. Und wir fahren, wie gesagt, zum hintersten von Nielsen Roads Corporated. Corporation. Ja, wieder grün. Schon gerade der ATS-Bank. Smart.
oder was? Ja. Nach dem Mitsubishi-Verschnitt kann man fahren. Oder ist es ein Ford? Verschnitt. What? Achso, noch nicht hier, okay. Aber trotzdem, what? Genau zu dem Zeitpunkt. Ja, das dürfte doch passen. Sehr gut. Ach, hier eine von den Parking Spot Sites, wo man hin abliefern kann. Da hat man ja auch einen Screenshot so ungefähr von dieser Perspektive gesehen, also aus dieser Richtung im Screenshot. Da war ich mir noch nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat, aber jetzt haben wir es hier, oh Gott. Gegen Ausgang, jetzt haben wir es hier. Nielsen Roads Corporation. Nahmen wir den Mischbälder ab. Ausgezeichnete Mischbälter von Celina nach Colby geliefert. Gefahrenstrecke 214 Meilen. Dauert 23 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 33,6 Gallonen. 33,6 Gallonen. Das war der 132. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab dafür 9000 Dollar und 370 Erfahrungspunkte. Und dann fahren wir mal zum nächstgelegenen Schlafplatz. Im Grunde genommen denselben Weg zurück. Mal schauen. Vielleicht kommen wir hier auch noch vorbei. Es wird gerade kurz, als ob wir noch ein bisschen vorrollen. Und hier aus können wir auch Reifen scheinbar fahren, unter anderem. Da kommt nichts, da kommt was. Da kommt noch mehr, aber wir sind schnell auf Tempo. Auch schnell über dem Tempo. Aber wir haben uns zumindest schon mal geholfen, einen Parkplatz zu Ende zu stellen, zu restaurieren. Was auch immer. Auch eigentlich eine sehr gute Idee und eine gute Idee. Zum Abladen und Laden. Als Firma. Da haben wir noch eine Bank. Was war, glaube ich, keine ATS-Bank. In diesem Fall müssen wir sogar wirklich langsam schlafen. Würde ich sagen,
sehen uns morgen wieder im nächsten Cruising Kansas Event Video und schauen, wohin die Reise geht von Colby aus. Kobe. Whatever. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss.